Die Landsberger Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt verwandelte sich unter der Leitung von Johannes Kudlik in eine imposante Kathedrale für geistliche Musik. Ja, das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe gewesen, auch den Berlioz hier, Berlioz Te Deum hier in Landsberg zu realisieren. Ich bin draufgekommen durch ein Konzert in Saint-Eustache in Paris, wo dieses Werk uraufgeführt wurde. Das traditionelle Herbstkonzert bot dann auch ein großartiges Klangerlebnis. Für romantische Stimmung sorgte Jürgen Geiger mit gefühlvollem Orgelspiel bei der großen Orgelsymphonie. Wenn die 75 virtuosen Musiker des Prager Symphonieorchesters dann so richtig loslegen, sieht man nur noch konzentriert lauschende Zuhörer. Dann hatten die kleinen und größeren Sänger des Landsberger Kinderchores und des Jugendchores ihren großen Auftritt. Sie erfuhren stimmgewaltige Unterstützung vom Landsberger Oratorienchor, der seinerseits nochmals von Gastsängern verstärkt wurde. Mit einfühlsamer und ausdrucksstarker Stimme überzeugte der aufstrebende Tenor Dominik Wortig in grandioser Manier. Für dieses wunderbare musikalische Geschenk bedanken sich die rund 450 Zuhörer bei den zahlreichen Mitwirkenden mit richtig viel Applaus.